Hallo, liebe Try und AI-Fans, wir machen mit einer neuen Edition weiter von Pokémon. Es heißt, handelt sich um Pokémon Rubin. Und ja, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Ja, es war gerade schon ganz schön laut, tut mir leid. Ja. Und das ist, ja, Birk. Und, man nennt sich auch Professor Pokémon. Er erklärt, was Pokémon sind, wie Pokémon leben. Ja. Muss. Ich hoffe, euch wird erstmal gefallen, weil es vielleicht auch Pokémon in ist oder out, weiß nicht. Und wir nennen uns hier einfach, vielleicht Daniel oder Jan, weiß ich nicht. Ich einfach bin Daniel. Ja. Du heißt ja. Okay, jetzt fahren wir mit dem mit irgendwas. Mit Laster fahren wir jetzt, glaube ich. Oder fahren wir mit Laster? Jetzt sind wir da. Das war ganz schön lang, ich weiß. Ja. Dann müsste ich diese Tür rufen sehen. Will ich nicht stecken? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Hi, Mutter. Ich lese das ja nicht vor, ihr könnt das ja selber lesen. Ja. Und ich kann das auch ganz schön speedy, sag ich mal. Seht ihr, ich kann das ganz schön speeden. Bei meiner Hose ist gerade genau. Ich liebe speeden ja auch. Ja, ich liebe es. Wieder noch nicht. So, ach schon okay. So, das ist gerade halb zwei. Ja. So. Ich werde die Gespräche wahrscheinlich schnell an Obers laufen halt. Müssten wir mal schreiben, was ich machen soll, bieten oder überhaupt nicht oder sonst was. Ja. Aber anfangs bin ich natürlich ein bisschen. Ich muss dann hier drüber ins Haus, weil dort niemand ist. Ich lasse mal durchlaufen einfach so. Ja. Wir sollen jetzt die Treppe hochgehen, aber ich quatsch kurz nochmal. Ja. Cool, komm, den Mikrofon ausgehabt. Ja. Ja. Die haut es anscheinend ab. Ja, die haut ab, weiß ich noch. Ich mache die Gespräche anfangs sehr schnell, weil sie mir langweilig sind und böse. Und ich. Und ja. Jetzt mal hier und wir sollen jetzt hier hochgehen. Hihi, Hilfe! Hilfe, so drüben leben bitte ein Hilfe, ein Beute. Jetzt ein Pokémon aussuchen. Flamly, Hydropie oder Gigabor. Also, ich würde eigentlich noch ein Infovideo machen, welches Pokémon wir nehmen sollen, aber hat sich für Umstände gemacht. Also nehmen wir einfach mein Lieblings-Pokémon. Vielleicht dieses Flamly. Ein Küken. Auch später ist kein Küken mehr. Später ein Monstrum. Sag ich noch mal so. So. Das ist hier ein Labor. Und wir sollen jetzt anscheinend raus. Ja, wir sollen raus. Er hat jetzt Pokémon. Nehmen wir keinen Kosenamen. Also Spitznamen. Das ist eigentlich nur so. Ja. So. Ich mach ein bisschen schneller hier. Ja, ich trainiere natürlich jetzt erstmal ein bisschen. Durchs Gras laufen, wenn ich trainiere, mache ich immer schnell, ja. Das sag ich schon mal so. Weil mit so schwachen Pokémon halt man jetzt nicht durch. Nur ist nicht gerade schwach, aber. Ist schwach einfach. Ja. Aber das geht wahrscheinlich. Es spielt mal ein bisschen auf eine lange Kante. Okay, doch nicht mal. Ja, hat ein bisschen Level abgefehlt. Und ja, ein Pokémon. Ich bin die Attacken immer, ja. Ich bin jetzt nur eine Attacke nicht. Ach, diese dummen Tierzacken.
Oh, und Level Up. Ich liebe das Geräusch von Level Up. Neue Attacken, neue Kunst, neue Opfer. Ja, ich kann ein paar Tricks. Die müsst ihr ansprechen, dann kriegt ihr am Ende einen Trank. Ich bitte mal kurz ein bisschen mehr. Also im Markt könnt ihr halt Pokébälle und sonstiges kaufen. Wenn ihr halt am Ende bis mit ihr gefolgt seid, das macht automatisch, wenn ihr anspricht. Und dann habt ihr einfach einen Trank. Dann 20 KP wieder. So, eben. Und ja. Für diesen Tier jetzt das Wasser abgezaubert. Trotzdem geschlagen. So, unser Pokémon erlernt einen Energiefokus. Eine doofe Attacke. Bringt ja nicht, das weiß ich schon. Also, es erhöht nur die Volltrefferquote, so dass die besser treffen halt. Aber ist eigentlich nicht so sinnvoll. Ich bin gerade so entkommen mit einem KP. Ja. Wir werden erstmal noch Level 8 bringen, dann kämpfen wir gegen Mike. Jetzt noch die Kamera. Dann haben wir schon heilen. Für das Bieten. Komm schon. Check doch einfach, haben wir alles leichter. So, wir heilen uns jetzt noch kurz, dann gehen wir zu Michael oder Mike oder weiß nicht so genau. Ja, jetzt betreffen wir die halt und die hat, wie wahrscheinlich eine andere Edition, die ihr schon gespielt habt, hat die genau das Gegner Pokémon aus besserer Chance gegen unser Abfall Pokémon hat. Hat er wahrscheinlich. Und ja, so ist es natürlich auch. Weil sie hat nämlich einen Hydrobi. Ich habe bis jetzt auch noch keine Wasserattacke, weil ich weiß, ich bin nur Tickle. Ja, nur Tickle. Ja. Oh, was geht ab wieder? Achso, du, ihr wisst, wir werden nicht cheaten. Ich jetzt irgendwelche manchmal fragen, wieso cheatet ihr nicht einfach in irgendwelchen starken Pokémon? Das ist eigentlich recht sinnvoll zu cheaten, aber weil wir alle sind und nicht betrügen wollen, cheaten wir nicht. Ich weiß nicht, ob Cheaten jetzt sogar illegal geworden ist oder so, aber ich glaube ehrlich gesagt sogar nicht. Warum heißt eigentlich Cheaten? Naja, egal. Da gehen wir jetzt Pokémon über. Ja, wir haben gerade gedreht, wir haben einen Pokédex bekommen. Und von hier kriegen wir jetzt Pokébälle. Fünfe, die in jeder Edition vorüber. Jetzt können wir Pokémon fangen, ja, aber da folgt uns unsere Mutter noch ein Turbo-Treter. Guck mal, jetzt kann ich euch zeigen, wie schnell wir jetzt sind mit Turbo-Treter und Speed. So, ja, sau schnell. Ihr seht, wir sind sau schnell dadurch jetzt. Durch den Turbo-Treter und Speed, die ich habe hier eingestellt. Ist schön schnell, easy. Achso, ich würde noch gerne ein paar Pokémon fahren. Besonders ein Zigzag. Na, warum bin ich gerade nicht, aber ja. Ich hatte fertig. Weil ich würde gerne ein Zigzag 2 es. Weil ein Zigzag hat eine Fähigkeit, dass es immer ab und zu mal nicht so schnell, sondern alle 5 Minuten ungefähr oder 10 Minuten, das ist ein Item findet. Das ist wirklich hilfreich. So. Also Zigzag ist am Ende auch recht gut, weil es Kopfnuss und so erlernt und da ich auch halt auch gut ist. Da zwei Gruppen, was ich haben wollte, genau. Yay, wir haben's. Also wir werden am Anfang nicht so viele Pokémon holen, weil wir einfach sparen sollten. Erstmal. Erster Kampf. Erster Sieg wahrscheinlich. Nein, sehr wahrscheinlich. Kratzen. Ich krieg's dahin. Oh, dann machen wir es nochmal. So, Level 10 Element Flut. Also Flames Level 10. Die können sogar Zigzag sogar anlassen. Oder was. Viele Pokémon, aber viele Schwachlose sind auch manchmal viele. Ich dachte,
eine Erinnerung hatte. An das Rottenfeld. So. Wow, das ging jetzt mal schnell. Ein Pokémon geschlagen und so weit Level ab, das ist nicht schlecht. Also kriegt es einfach ganz schön leicht zu trainieren, sag ich. Ich euch gerade zu holen. Ja. Ja, ich besiege wahrscheinlich auch dieses Baum hier. Oh, knapp wieder. Böse. Ich lege ab. Einfach Level ab. Guten Schlag, so kein Attacke mehr. Ich weiß nicht. So, nach diesem Gegner werden wir erstmal aufhören, weil es eine lange Aufnahme wird. Oh, ich kann nicht bewegen, guckt, aber alles geplant, Leute. Ist geplant. Ja, okay, wir sammeln noch schnell die Beine da hinten. Also mal einsammeln, ihr könnt die. Ich zeig euch später, wie die. Ich verspreche mir dauernd Schilder, Leute. Ich zeige euch später, wenn man die auch pflanzt. Und ich zeige alle versteckten Items. Und ja, ich verabschiede mich von euch und ciao.